Hallo Leute und willkommen zu einer kleinen Runde Heroes of the Storm. Spielt eure Stärken aus und der Sieg ist uns. Ja, ich bin allein diesmal unterwegs, ohne Rolf. Hab eben gerade schon mal ein Spielchen gemacht, beziehungsweise habe schon mehrere Spielchen gemacht. Ich spiele im Moment mit der Ragger. Ragger ist, wie der Name schon sagt, ein Ragger. Also ein Heiler eigentlich, beziehungsweise auf jeden Fall ein Support. Das heißt, allein rumlaufen ist mit dem auf jeden Fall schon mal nicht. Ich skille den meistens so, dass er ein bisschen healt, also healen sollte er auf jeden Fall können. Das sind auch schon seine Grundskills, dieser erste, der das Q quasi healt und das W ist ein Blitzschild. Ah, jetzt hätte ich das Blitzschild lieber dem anderen geben sollen. Denn der Muradin, der kann nämlich richtig schön anspringen. Und jetzt muss ich hier schnell heilen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Das kann natürlich auch ruckzuck in die Hose gehen. Da muss man echt vorsichtig sein. Ich probiere immer mal hier so bei Pain the Gain zu bleiben, dem alten Muradin. Auf geht's. Ja, hier kann ich nicht hinlaufen, da sind die garantiert irgendwo im Gebüsch. Dann wollen wir lieber mal versuchen, hier zusammen ein bisschen Terror zu machen. Oder vielleicht mal unten rum. Man muss mit dem also immer so ein bisschen im Hintergrund quasi bleiben. Versuchen die anderen so ein bisschen zu deffen. Beziehungsweise zu supporten halt. So, und dann einfach mal ran. So, dann haben wir die Waller nämlich platt gemacht. Und jetzt ist das Ding, was ich noch habe in diesem anfänglichen Stadium. Da habe ich leider das Problem, dass man zu wenig. Nein, nein. Scheiße. Verpickt. So, das ganz Gute an dem Ding ist, oder an dem Hund hier ist, beziehungsweise an dem Ranger ist halt, dass er sich sofort in seine Reittier verwandelt, wenn man Y drückt. So, und es wäre jetzt vonnöten eigentlich, dass wir die Stufe unbedingt nachholen. Wir müssen nämlich auf jeden Fall auch 4 werden, damit ich, hoffe, dass es bei 4 war. Damit ich das nehmen kann, dass ich besser Mana regeneriere. So, wir müssen hier einmal abschneiden. So, vielleicht mal den Muradin hier. Hier, Lebens- und Mana-Rack. Die muss hoch. Dann schafft man das mit dem hier nicht. So, und wir müssen halt aufpassen. Die anderen haben, wir haben schon 5 Münzen abgegeben. Aber die haben halt diese miesen Charaktere, die einfach so in der Butnik stehen und sich verstecken können. Und die greifen einen immer an, wenn man hier Münzen abgeben will. Da ist Muradin. Da war er nämlich schon. Hab ich gestunt. Schon wieder kein Mana. Oh nein, ach shit, ich hätte heilen müssen. War ich zu weit weg ein bisschen. Oh, auch den Brunnen schon wieder für Mana.
Aber dieses Mal sind die wesentlich besser aufgestellt. Das war zu weit. Und das ist halt ganz gefährlich mit Rager, da darf man nicht so nah rangehen. Also, und das Problem, was ich glaube ich immer habe, ist, wenn man zwei Heal-Supporter hat im Team, dann geht das öfter mal in die Hose. Ich weiß nicht warum. Ehrlich gesagt, eigentlich kann man ja nicht zu viel Heal haben, aber ich weiß nicht, ob man dann eventuell zu wenig Damage macht, deswegen konzentriere ich mich auch größtenteils immer nochmal hier auf das Blitzding. Hat er ihn gekriegt? Nee, hat er nicht. Weiter so mit der Heilung. Eine gute Wahl. Oh, die sind hier auf jeden Fall, ne? Der eine ist garantiert versteckt. Okay, wir konnten aber abgeben. Sie haben alle gezahlt? Ha, wen kümmert's? Jetzt dann gucken wir mal nach da unten. Die Abzugshilfe und Fähigkeiten. Naja, wir sind ja sowieso schon immer ohne Mana unterwegs. Von daher machen wir das mal so. Jetzt geben wir uns das mal selber. Wir könnten versuchen, das Söldnercamp zu machen. Also richtig OP wird diese Fähigkeit mit dem Blitzding erst, wenn sie so weit ist, dass man selber auch quasi immer. Scheiße, hätte ich mir lieber selber geben sollen. Oh, nein, 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 nein. Sie haben Moradin hier oben erwischt. Das ist nicht gut. Dann müssen wir hier hoch. Komm, 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 hoch, hoch, hoch. Die wollen abgeben. Ah, die haben schon abgegeben. Scheiße. Ja, dann los. Ran, ran, ran. Nicht hier reingeraten. Scheiße! Mann, ich komme ja nicht schnell genug weg. Die Waller ist dann einfach zu schnell. Da kann man dann nicht mehr entkommen. Dazu hat es dann doch zu viel Abklingzeit. Naja, muss ich schnell wieder hier hin. Die anderen kommen da leider nicht so richtig voran. Ich möchte keine Münzen sammeln, bitte. So, hier nochmal die Ulti-Fähigkeit. Dass man mal richtig heilen kann. Dreimal mal so richtig. Haben die schon wieder abgegeben? Scheiße. Sofort. Man darf die auch nicht zu früh zünden. Bringt mir eure Dublonen für meine Dienste. Winde führt mich auf meinem Weg. Oh, der Stun ist ganz schön krass. Weggepumpt. So, da haben wir nämlich jetzt abgegeben. Jetzt gehen wir mal nach unten. Alles in Schutt und Asche.
Ich kann ihre Angst riechen. Davy Jones, das ist gerade gefangen. So, haben wir gar nicht gebraucht, das war gut. Wir müssen jetzt mal versuchen, die anderen ein bisschen zu töten. Die sind nämlich schon uns zwei Level vor, das ist schlecht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein! Er hat zu spät den Ulti drauf gemacht, das dauert auch immer seine Zeit. Ja, also, wie gesagt, ich verliere meistens allein. Könnte auch daran liegen, dass ich eben einfach nur mal Glück hatte, dass ich mit Draga gewonnen habe. Und man darf halt einfach nicht so weit mit dem vorne stehen bleiben. Ich bin da immer ziemlich in der Versuchung, das zu machen. Und man muss halt versuchen, wirklich mit vielen zusammen zu bleiben und die Level vernünftig voll zu bekommen. Und da die jetzt echt schon, die sind echt schon scheißen und übelst voraus. Wir müssen jetzt versuchen, hier irgendwie welche zu kriegen. Und das ist immer schwierig, ohne einen vernünftigen Heal hier. So, jetzt wird's schon relativ schwer. Ja, yeah, also die können hier neben uns laufen, das darf eigentlich gar nicht sein. Fuck, ey, da komme ich selber nicht mehr hin. Weil ich zu langsam war. Ich nehme einfach mal wieder das Schild, weil ich das sonst auch immer hatte. Ich habe gerade das mit dem Geisterwolf gesehen. Hört sich eigentlich ziemlich geil an. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass man hier eine andere Zusammensetzung an Helden haben sollte. Ah, pass auf, Leute, sie kamen schon wieder von oben. Da haben sie schon wieder einen von uns gekriegt. Ja, jetzt haben wir ihn aber endlich. Na gut. Okay, er will die auch gleich noch mit holen. Scheiße, ich wollte gar keine Münze. Das drüben will er auch noch machen. Okay, jetzt sieh zu, dass wir hier abgeben können. Ah, von hinten kommt schon wieder Muralin. Führt mich auf meinem Weg. Das wird nichts, glaube ich. Egal, wir können auch erstmal die Lager machen. Ich brauche hier mal ein bisschen Heal. Ich will keine Münzen, ihr sollt abgeben. Ich will aufpassen. Eine gute Wahl. So, und hier ist es nämlich wirklich wichtig, schön zusammen zu bleiben. Zählt mal eine verschissene Scheißmünze echt noch. Beschützt mich jetzt. Beschützt mich. Okay. Hat geklappt. Sehr geil down. Ja. Na los. Einer. Ah, scheiße, nicht den richtigen erwischt. Und hier. Scheiße, scheiße. Scheiße. Ja, das war richtig schlecht. Hier werden wir schon wieder vom Söldnercamp angegriffen. Das ist auch scheiße. Scheiße, scheiße. Das läuft hier nicht. Wenn alle drei auf dem Mal tot sind, ist das immer nicht gut. Ja, da bin ich auch. Man muss auch ruhig bleiben dabei. Bin ich auch zu panisch geworden eben. Das ist keine gute Reaktion, nehme ich mal so an. So, die haben jetzt natürlich die Zeit genutzt wahrscheinlich. Okay, er deft hier erstmal. Ist auch gut so. Ruf mich in den Kampf. Gut genug.
So, und jetzt haben wir es nämlich so, dass wenn ich es auf irgendwen anders mache, dass ich selber auch eins kriege. So, und ich habe erzählt, man soll nicht alleine rumlaufen und mach's wieder. Hier ist auch gleich das Söldnerlager zurück. Jetzt muss man oben aufpassen hier gerade. Scheiße, scheiße. Den mal hier ein bisschen supporten. Ja Leute, ihr müsst schon bei uns bleiben. Ey, das gibt's nicht, Alter. Ich hatte den Ulti schon gezogen. Und hab's wieder voll abgekriegt. Wahrscheinlich haben die gerade schön hier... Jetzt haben uns wieder angeklappt, Alter. Oh, scheiße. Ja gut, das wird wohl wahrscheinlich nichts werden. Na gut, wir rennen immer. Macht schon wieder Schaden, jetzt ich. Aber... Meiner ist ja gar nicht unbedingt auf viel voll ausgelegt und fehlt viel mehr. So, gleich hier mal ein bisschen supporten. Scheiße, also auch Hilfe hier. So schnell kann ich da nicht hin. So, einen haben wir jetzt wenigstens gekriegt. So, jetzt ist die Frage, machen wir die Truhe nochmal? Oder lohnt sich das schon nicht mehr? Ne, das ist Quatsch, was er jetzt da macht. Jetzt braucht er ja hier nicht wegballern. Komm, dann machen wir halt deine blöden Ads. Wir müssen das Seltenerlager hier holen eigentlich. Was ich leider noch nicht weiß, ist, wie man den anderen sagt quasi, was wir holen sollen. Winde führt mich auf meinem Weg. Upsi. Oh nein! Fuck, ey, das ist auch die Scheiße hier, Mann. Die sind ja so schnell leider dann hier unten dran. Die machen so einen Schaden. Das geht gar nicht. Wer macht da so einen Schaden? Wahrscheinlich die Waller. Wer ist denn hier diese Pengui? Was ist er da? Was ist denn hier? Die sind alle ja auf hier. Die healen ja alle ein bisschen. Hm. Naja. Ich bin auf jeden Fall dazu gekommen, die zu spielen. Den, oder besser den zu spielen, hier den Ragger, weil man eine Daily Quest hat, die besagt, man muss 3 Spiele Support spielen. Und ja, da habe ich mich mal so ein bisschen durchprobiert. Ehrlich gesagt kam ich am Anfang mit gar keinem klar. Und das hier ist jetzt noch meine beste Alternative sozusagen. Ja, hier unten sind sie schon wieder. Der kann wahrscheinlich nicht rüberheilen. Boah, dann wollen wir nur einmal durchlaufen. Ja.
So, ich weiß auch zum Beispiel nicht, wann die jetzt hier Regenerationskugeln droppen. Ist ja eigentlich eine gute Sache. Ja, Leute, ja, von nur hinten rumstehen kommen wir jetzt auch nicht voran, ne? Ich meine, ist ja schon gut, aber irgendwo müssen wir pushen. Wenn wir nur hinten stehen, verlieren wir auch. Lass doch den einen. Komm. Also, das kann man. Die schon mal abgegeben oder sind die bei uns in der Basis? Sofort. Ja, die sind hier ja noch nicht mal durch. Ja, Pain. Pain, was sagst du denn jetzt? Der Pain, den habe ich übrigens gerade zugefügt als Freund, beziehungsweise der hat mich zugefügt. Deswegen versuche ich mit dem hier auch so ein bisschen zusammenzuarbeiten. Oh, 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 oh ja. Komm, drauf, 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 drauf. Ich meine, das ist so schlecht. Ich hau nicht früh genug ab. Dann haben wir das nochmal. Weißt du, wenn ich wieder Sturmschiff angeht. Eventuell brauche ich mir doch gar keine Gedanken mehr drüber machen, aber doch. Jetzt haben sie nochmal abgewehrt, alle hier unten. Der Turm down, der Rest ist auch down. Sieht jetzt nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Jetzt haben sie auch mal abgegeben. Nee, da sind wir gleich im Arsch. Aber so ist das manchmal, ne? Manchmal läuft es einfach nicht, dann kriegt man auf die Fresse ohne Ende. Und das war mal wieder so der Fall. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen und sage mal bis zum nächsten Mal. Denn ich werde jetzt auf jeden Fall noch einmal losziehen, um die Daily fertig zu kriegen. Das werdet ihr auch zu Gesicht bekommen und also bis gleich.